Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch. Die Energiewende ist auf einem guten Weg. Jede vierte Kilowattstunde Strom, die in Deutschland erzeugt wird, die stammt mittlerweile zumindest rechnerisch aus Niedersachsen. Das Erneuerbare Energiengesetz fördert aber eben jede Kilowattstunde Strom, die erzeugt und eingespeist wird und eben nicht zielgenau dann, wann sie gebraucht wird und wann sie auch tatsächlich benötigt wird. Und deswegen führt eben auch das Erneuerbare Energiengesetz dazu, dass die erneuerbaren Energien noch nicht grundlastfähig sind und das mittlerweile die größte Herausforderung geworden ist, neben dem Ausbau der Netze, was die Bewältigung der Energiewende anbelangt. Deswegen brauchen wir konventionelle Kraftwerke gegenwärtig noch, moderne Kohlekraftwerke, aber auch Gaskraftwerke, die eben dann einspringen, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Und wir kennen auch alle das Problem, dass diese Kraftwerke, weil sie eben nur noch für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zeitraum des Jahres eingeschaltet werden, sozusagen, betriebswirtschaftlich kaum noch wirklich effizient betrieben werden können. Deswegen führt kein Weg daran vorbei, dass wir die erneuerbaren Energien auch grundlastfähig gestalten werden müssen. Und da kann eben die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und Methan eine große Chance bedeuten. Und ich appelliere ausdrücklich an die Kolleginnen und Kollegen und von den Grünen und an Herrn Wenzel, dass Sie bitte nicht wieder das berühmte Haar in der Suppe finden mögen. Denn Sie haben sich oft genug, wenn es um Speichertechnologie gegangen ist in der Vergangenheit, eben dagegen ausgesprochen, dass man bestimmte vielversprechende Projekte auf den Weg bringt. Zum Beispiel in Baden-Württemberg. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo in Altdorf ein Pumpspeicherkraftwerk geplant gewesen ist und wo es die Parteifreunde der Grünen vor Ort gewesen sind, die argumentiert haben, es hätte eben so viele schädliche Auswirkungen auf die Raumschaft und es gäbe viele weitere stichhaltige Argumente, um von diesen existenziell wichtigen Projekten, damit die Energiewende zu einem guten Ende führt, dass die auf den Weg gekommen wären. Ich bitte Sie darum, fordere Sie auf, bitte keine Phantomdiskussion darüber zu gehen, warum das alles nicht geht, sondern spucken Sie bitte in die Hände und machen Sie konstruktiv mit bei der Bewältigung der Energiewende und hören Sie bitte auf mit der Technologiefeindlichkeit, solche Anträge, die hier in der ersten Beratung beraten werden, gleich in Bausch und Bogen ablehnen zu wollen. Dankeschön.